Angela Merkel bin ich nicht. Nein, Angela Merkel bist du nicht. Momentan hältst du den größten Schwanz der Welt in der Hand. Guido Westerwelle auch nicht? Nein, bist du auch nicht. What's the matter? Hallo. Ich habe gelesen, deine Beziehung ist nur ein großer Fake mit dem hübschen, dunkelhaarigen. Silva González. Mit Silva González. Ja, also meine Beziehung ist auf jeden Fall nicht fake. Wir haben uns kennen und lieben gelernt in Australien und ja, wir haben eine wunderbare Zeit zusammen. Ich weiß auch nicht, was wieder die ganzen Leute wollen, wie sie darauf kommen, ja, dass die Beziehung gefaked ist. Aber es ist alles echt, was ich nur sagen kann. Silva ist ein wunderbarer Mann und ein super Freund und er ist immer für mich da. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Ist ja schon ein bisschen komisch. Ich habe dich ein bisschen gedisst, ne, als er draus war. Er gegen Georgina. Du hast natürlich deine Schwester verteidigt. Natürlich. Will ich natürlich auch machen. Wie ist denn das, dass man dann also gerade mit dem, wo man sich so gegenseitig disst, ist das vielleicht gerade interessant? Also das war für mich eine sehr, sehr komische Situation, weil ich habe mich an dem Punkt, wo Georgina vor, rausgekommen ist, war ich schon total in love. Ja? Also ich würde nicht sagen, ich war verliebt, ja, aber ich war richtig verknallt. Und es war unglaublich, weil sie kam raus und meine Schwester ist das Wichtigste in meinem Leben, aber Silva ist in dem, zu dem Zeitpunkt auch schon sehr wichtig gewesen für mich und wir konnten schon kaum die Finger voneinander lassen und das ihr dann zu, also zu erklären, ja, was zwischen uns läuft, weil Georgina und Silva waren ja wirklich, sind immer wie hat sie das denn aufgenommen? Oh, die war total hat man gar nicht gesehen so. Nee, die hat man nicht gesehen, also es war so hinter den Kulissen in Australien, wir haben uns, ja, es war schon so ein kleiner Zickenterror, aber dann hat sie gesagt, Elli, wenn es dir gut tut und Silva hat dann auch sich bereit erklärt, Georgina näher kennenzulernen. Cool. Und jetzt mittlerweile verstehen die sich auch gut, immer wieder geraten sie manchmal aneinander. Die sind halt wirklich beide sehr extreme, ne? Silva und Georgina, ja? Hallo, Nico Schwanz seht ihr beim Partyprinz.